Es gibt verschiedene Umstände im Leben eines Menschen, die sie dazu zwingen, unter ungewöhnlichen Bedingungen zu leben. Zum Beispiel unter Wasser, wie im Roman Der Amphibienmensch, oder in den Bäumen mit Affen, wie Tarzan. Aber heute erzähle ich Ihnen von einem amerikanischen Mädchen, das freiwillig mehr als 2 Jahre lang auf einem kalifornischen Mammutbaum gelebt hat. Was hat dazu geführt, dass sie sich dazu entschlossen hat, so viele Tage auf einem Baum in einer Höhe von 40 Metern zu verbringen? Julia Hill wuchs in der Familie eines Wanderpredigers auf. Ihre Familie zog oft von einem Staat in einen anderen, so dass sie ihre frühe Kindheit in einem Wohnmobil verbrachte. Der Vater hat seinen Kindern immer die Liebe zur Mutter Natur eingeflößt. Julia verbrachte häufig Nächte in den Hainen und Wäldern Amerikas, begleitet von ihren beiden Brüdern, während sie zwischen den Bäumen umherwanderten, in Gebirgsflüssen badeten und die großartigen Ausblicke ihres Heimatlandes bewunderten. Eines Tages hob das Mädchen begeistert die Hände und begrüßte die aufgehende Sonne. In diesem Moment saß ein Schmetterling auf ihrem Finger, der lange nicht wegfliegen wollte. Sie öffnete ihre außergewöhnlich schönen Flügel und sonnte sich in den Strahlen der aufgehenden Sonne. Als die Brüder ein solches Bild sahen, gaben sie Julia den Spitznamen Butterfly, ins Deutsche übersetzt Schmetterling, der später zu ihrem Pseudonym wurde. Bald ließ sich die Familie in der Stadt Jonesboro in Arkansas nieder, wo das Mädchen zur Schule ging. Die Flüsse und natürlichen Seen, die die Stadt umgeben, würde selbst die eingebrannten Skeptiker beeindrucken, ganz zu schweigen von unserem Butterfly. Das Mädchen und ihre Freundinnen gingen ständig wandern und lebten in Zeltlagern, und als sie erwachsen war, begann sie, die Welt mit ihrem Auto zu bereisen. Hier geschah Julias Unglück. Ein Auto, das von einem betrunkenen Fahrer gefahren wurde, krachte in das Auto, in dem sie mit ihrer Freundin war. Der Aufprall war so stark, dass Julia mit dem Kopf gegen das Lenkrad schlug und das Bewusstsein verlor. Die Verletzungen, die dem Mädchen zugefügt wurden, waren so schwer, dass sie ein ganzes Jahr brauchte, um sich zu erholen. Nach ihrer letzten Kur schloss sich Julia den Reihen der Umweltschützer an. Aber nein, das war keine religiöse Sekte, sondern Kämpfer für Umwelt- und Naturschutz. Einmal wurde sie nach Kalifornien eingeladen, wo ein Reggae-Konzert der grünen Organisation stattfand, das dem Protest gegen die Abholzung der heimischen Wälder gewidmet war. Dort sah sie, wie Aktivisten auf Bäume kletterten und Pacific Lumber Maxam aufforderten, die Abholzung der Reliktwälder sofort einzustellen. Und plötzlich spürte sie, wie der 1000-jährige Mammutbaum, neben dem Julia stehen blieb, sie wie ein Magnet anzog. Dann spürte das Mädchen, dass der Baum um Hilfe bat. Ohne zu zögern kletterte Hill in den Mammutbaum. Nachdem Julia die ganze Nacht dort gesessen und den Vollmond bewundert hatte, schlief sie ihr Morgengrauen in den ausladenden Ästen eines Baumes ein. Und am Morgen beschloss ich, diesen Mammutbaum Mondschein zu nennen und bis zum Ende dafür zu kämpfen. Es sei darauf hingewiesen, dass dies die einzige moderne Baumart aus der Familie der Zypressen ist, die bis heute überlebt hat. Sein Name, Mammutbaum, ist auf die Ähnlichkeit von hängenden Ästen zurückzuführen, die Mammutstoßzähnen ähneln. Als die Behörden verkündet hatten, diesen Riesen zu fällen, konnte Julia diese Entscheidung nicht einfach hinnehmen. Deshalb baute sie sich in einer Höhe von 50 Metern einen Unterschlupf ein und erklärte, dass sie dort nicht herauskommen würde, bis die Holzfäller den Reliktwald verlassen würden. Höchstwahrscheinlich dachte Julia, wie der Rest der Aktivisten, maximal eine Woche im Baum zu verbringen. Doch die Konfrontation zwischen ihr und den Holzfällern zog sich über lange 738 Tage hinweg. Wie von Julia später berichtet, die Firma begann damit, Bäume in meiner Nähe zu roden. Während 6 Tagen verbrannten sie die Bäume, und der Rauch drang in meine Augen und meinen Hals, was Blasen verursachte. Anschließend stationierten sie Sicherheitskräfte rund um die Uhr, um zu verhindern, dass ich Lebensmittel erhielt. Die Situation trieb mich fast in den Wahnsinn. Um mich zu beruhigen, dachte ich an die Stanford-Familien, die aufgrund der Abholzung obdachlos geworden waren. Nicht nur Julia wurde auf die Probe gestellt, sondern auch die widrigen Wetterbedingungen versuchten, den widerstandsfähigen Butterfly zu Boden zu zwingen. Ein El Niño-Hurricane, der über 2 Wochen hinweg wütete, verursachte enorme Schäden an ihrem bescheidenen Unterschlupf und brachte sie einmal fast zu Fall. Jedoch der Mondschein, der eine enge Verbindung zu dem Mädchen zu haben schien, fing sie praktisch auf, sodass sie am Baum hängen blieb und nicht gestürzt ist. Es war wie ein Wunder. Dieses Ereignis teilte Julia über Social Media mit ihren Followern mit. Über Nacht erreichte die Anzahl an Followern über 1 Million und stieg täglich weiter an.
Menschen kamen extra zu dem Mädchen nach Kalifornien und brachten all die Dinge, die sie zum Überleben brauchte. Irgendwann baute Julia sich ein neues Zuhause, das sie mit Herdplatte, Strom und sogar selbstgebaute Dusche ausgestattet hatte. Regenwasser nutzte sie als Wasserquelle für die Zubereitung von Essen und für die Dusche. Sicherlich standen noch schwierige Zeiten bevor, Kälte, Hitze und regnerische Tage. Aber durch eine enorme Unterstützung von außen und durch den Glauben an diesen Wunderbaum ist ihre Angst allmählich verflogen. Als alle Medien von dem Vorfall erfahren hatten, gewann diese Geschichte eine positive Resonanz, auch bei den Stars wie Woody Harrelson und Bonnie Wright. Infolgedessen hat das Unternehmen Pacific Lumber seine Absicht, den Wald zu vernichten, nun zurückgezogen. So gewann ein scheinbar unbedeutendes Mädchen einen zweijährigen Krieg gegen ein großes Unternehmen. Heute ist Julia Butterfly Hill eine gefragte Motivationsrednerin, sie hält 250 Vorträge im Jahr, ist Organisatorin mehrerer Naturschutzstiftungen und Autorin von Büchern zum Thema Klima und Naturschutz. Schreibe in die Kommentare, was du über dieses Mädchen denkst, würdest du für das, was dir enorm wichtig ist, über solche Hürden und Stolper gehen? Siehst du die Julia als Heldin oder eine verrückte Person, die durch ihr Verhalten ein enormes Aufsehen erregen wollte? Wie denkst du über diese Geschichte?